Wo Dunkelheit war, schaue ich auf das Licht. Lektion 302 aus Ein Kurs in Wundern, dem Übungsbuch. Um mit dieser Lektion heute zu gehen, zu üben, auf das Licht zu schauen, wo vorher Dunkelheit war, ist jetzt meine Aufgabe, wenn ich dieses Angebot annehme. Und das will ich. Denn ich will nicht weiter in der Dunkelheit umherirren. Ich will mich nicht weiter in den Illusionen verstricken, in dem Leid, unter dem ich litt. Denn es ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr, dass ich darunter leiden muss, was geschehen ist. Und ich möchte keine Götzen mehr anbeten, möchte nicht alles und jeden zu meinem Feind erklären. Ich sehe die Welt so, wie ich auf sie blicke. Und ich kann alles und jeden als eine Lektion erblicken, die mich ins Licht führt. Ich kann immer statt dem Groll Frieden sehen. Ich muss weder mich noch irgendjemanden zu meinem Gefangenen machen. Ich muss mich nicht gefangen halten in Zorn, Wut, Trauer und Zweifel. Und das Gefängnis der Sorgen kann jederzeit verlassen werden. Die Ängste sind längst überwunden. Immer dann, immer jetzt, wenn ich mich dafür entscheide, im Licht zu stehen, Frieden und Liebe zu sehen und das in mir ausdehne, die Liebe, den Frieden, die Zuversicht, die Vernunft. Ich bin, wie Gott mich schuf, rein und vollkommen, unschuldig, grenzenlos. Daran will ich mich heute den ganzen Tag, immer jetzt, erinnern. Die Dunkelheit habe ich mir nur eingebildet. Sie entspricht nicht meiner wahren Natur. Und darum kehre ich immer wieder um aus der Dunkelheit heraus zum Licht. Das Licht ist immer da. Das ist mein Trost. Das ist das Versprechen, das ich erhalten habe. Nur daran will ich glauben. Dort soll meine Energie hinfließen, denn Energie folgt meiner Aufmerksamkeit. Also will ich nicht länger in der Dunkelheit feststecken. Ich will nicht länger mich zum Gefangenen der Dunkelheit machen und alle meine Projektionen darin einschließen. Ich will frei sein. Ich will frei sein vom Schmerz, Leid, Trauer und Verlust. Ich bin nicht dieser Körper. Ich bin reiner Geist.
und das währt ewig. Meine Heiligkeit währt ewig. Und ich bin sehr heilig. Und ich will die ganze Welt segnen mit meiner Heiligkeit. Und das wird sich in der Welt widerspiegeln. Immer wieder will ich zurücktreten und den Raum aufmachen für das, was mir versprochen wurde, für das, was wirklich ist. Die Sorgen und die Ängste sind einfach nicht wahr und absolut unbegründet. Denn das Ende aller Dinge ist gewiss mit einem guten Ausgang, mit einem friedlichen Ausgang, weil ich aufgefangen werde. Ich kann nie tiefer fallen als in die Arme Gottes, als in die Quelle des Lichts, als in die Liebe allen Seins. Ich will mich heute nur daran erinnern, nur mit diesem Geist im Absoluten unterwegs sein, indem ich all meinen Eindrücken vergebe, indem ich all meinen Irrtümern vergebe, indem ich wirklich, wirklich einsehe, dass nichts geschehen ist, dass ich hier nicht mein eigenes Ding machen muss. Wo Dunkelheit war, schaue ich auf das Licht. Wo Dunkelheit war, schaue ich auf das Licht. Diesen Gedanken verwende ich heute bei jedem dunklen Gedanken, der mir in den Sinn kommt. Und entscheide mich für das Licht.